Herzlich willkommen zur heutigen Sendung von Lautstark. Mein Name ist Fabian Rohrer, ich bin euer Gastgeber. Heute, vor ca. 20 Jahren, habe ich nämlich hier auf Startervolts Freestyle dürfen moderieren, gewisse Zeit. Dann ist es um Snowboarden gegangen. Heute, um was geht es heute? Heute geht es um etwas ganz anderes. Es geht um das Tanzen. Vor einem Jahr habe ich als Teilnehmer bei der SRF-Sendung «Darf ich bitte nicht» gemacht. Und es geht dort darum, es ist so ein Wettbewerb, da habe ich 3 Monate Zeit, am Samstagabend in einer Ausscheidungssendung meine Performance zu zeigen. Und der Fokus, was mir aufgefallen ist, eigentlich immer nur auf die Prominenten. Und heute möchte ich nämlich den Fokus mal auf die Tanzcoaches bringen. Ich will so ein bisschen den Hintergrund beleuchten, was sie so ein bisschen denken, wie sie sich fühlen, immer im Hintergrund stehen etc. Und ja, am besten legen wir los. Wir gehen zu unserem ersten Gast. Sie ist aus Polen, lebt in der Schweiz, ist polnische Meisterin, dann hat sie ziemlich schnell die internationale Klasse erreicht im Standardtanz und die höchste Klasse im lateinamerikanischen Stil. Heute ist sie zu 100% Tanzcoach und Wettkampfrichterin. Herzlich willkommen, Patricia Studi. Ja, guten Tag. Was ich von dir gerne möchte erfahren, ist Folgendes. Du hast recht Verantwortung gegenüber einem Prominenten, dass er nicht von einem Millionenpublikum peinlich dasteht. Wie gehst du dort vor, so mit dem Training, oder wie machst du das so im Allgemeinen? Also ich stelle mich vor, wie ich möchte, dass es aussieht in die Live-Shows, und dann müssen wir einfach finden, was ist der kürzeste, beste Weg dazu. Und das kommt immer darauf an, auf Persönlichkeit von diesem Prominenten. Thema Verantwortung. Also ihr seid eigentlich ein Team, gell? Ja, genau. Also ich sehe das so. Wir sind Team und beide müssen 100% geben. Ich weiß wie welche Richtung zu gehen, aber diese Person muss einfach auch Gas geben und das Herz in das. Absolut verständlich. Wir sehen uns nachher. Ja, danke. Gut. Und zu meinem nächsten Gast. Das ist ein 35-jähriger Berner, Marc Aeschlimann. Er ist 5 Jahre ungeschlagener Berner Meister, aktuell Schweizer Meister im Showtanz. Herzlich willkommen. Komm, Marc. Sally. Sally. So. Was ich von dir möchte wissen, ist, das Projekt «Darf ich bitte?» ja. Geht ja. Was? 3-4 Monate ist man sicher dran, Vorbereitung. Gut. Und was machst du nebendran? Tust du alles stoppen? Wie kannst du dir das erlauben, einfach nichts mehr zu machen, außer nur noch tanzen mit dem Prominenten? Also nein, du bist nebendran. Wir arbeiten eigentlich alle. Ich arbeite jetzt 80% nebendran. Das heisst Vollstress in dem Fall? Es ist Vollstress. Also in dieser Zeit ist wirklich, es kommt ganz viel zu kurz, ganz viele Freunde und so. Ein bisschen zurück. Und das ist wirklich ein Fakt. Neue Leute lernen kennen und mit noch etwas erarbeiten, aber es ist gleich für uns. Aber unterrichten tust du immer noch Geld verdienen nebendran, neben dem Ganzen? Nein, unterrichten in Tanzschulen tue ich in dieser Zeit eigentlich nicht. Aber okay. Dann nicht. Dann arbeite ich wirklich einfach sonst meinen Normaljob, den ich mache, und bin nebendran einfach «Darf ich bitte» engagiert. Okay, super. Also bis nächstes Mal. Mein nächster Gast ist der jüngste von diesen drinnen. Der ist 23-jährig. Tanzcoach von «Darf ich bitten». Er hat auch internationale Tanzwettbewerbe gemacht, wie Europameisterschaft und so weiter. Also, was Tanz anbelangt, hat er sicher etwas auf der Platte. Aber, herzlich willkommen, Peter. Aber, du bist ein Greenhorn, was Joe anbelangt. Du bist noch nie dabei gewesen. Wie gehst du mit dem um? Ja, ich habe natürlich im Vorfeld mega viel mit den Tänzern, die schon als Coach da bei «Darf ich bitte?» waren, geredet. Und ja, ich denke, es wird eine mega coole Erfahrung. Ich denke nicht, wir haben schon viel natürlich Auftritte gemacht, Turnier gemacht. Mit der Binja wird es halt anders als mit einer normalen Tanzpartnerin. Aber ja, ich denke, wir werden uns sehr gut vorbereiten und dann wird es klappen. Super, viel Glück. Liebe Tanzcoaches, was mich auch noch interessiert, was ist der grösste Unterschied, wenn ihr mit einem Profi-Tänzer trainiert oder mit einem Promi-Tänzer trainiert? Mit dir kann ich noch nicht drüber reden.
Ja, ganz klar Geschwindigkeit und Eingespieltheit vom Team. Also du gehst natürlich mit einem Profi, hast du ein Ziel, das du vielleicht jahrelang schon verfolgst und jeden Tag trainierst und Vollgas auf das gibst. Und mit einem Promi ist das Ganze ein bisschen langsamer. Du schaust zuerst mal, dass er so eine gerade Haltung hat oder einfach wirklich Schritt für Schritt. Also er sieht es sehr elegant. gut. Du bei Patricia. Ja, also das Gleiche auf jeden Fall. Es geht zackiger und mehr intensiv mit Profitänzern zusammenzuarbeiten. Eines, was es mir auch gefallen ist, dass wenn man mit Profitänzern also zusammen im Team arbeitet, dann die beide sind gut ausgebildet und die beide quasi besser wissen, was zu tun ist. Und dann mit Prominent ist ja klar, wer Chef ist. Und dann ist es so, wie die Dynamik ist ein bisschen einfacher einzuschätzen. Also die Hierarchie ist dann klar. Der Prominent hat nichts zu sagen und Tanzcoach ist sein Chef. Ich glaube, irgendwie passt es denen gut. Ich verstehe. Gut, das letzte Thema, das ich gespürt dort in der Sendung, ist das Thema Jury. Da darfst du auch wieder mitreden. Thema Jury. Wir haben letztes Mal der Rolf Knie, ist für jeden Begriff. Der Curtis Burger, der ist Choreograf bei DJ Bobo. Und Marianne Kaiser war mit dabei. Wir haben es einfach bei euch gespürt, was war das Problem? Ihr seid nicht so einverstanden, was sie haben gesagt haben und wie sie Punkte haben gegeben, oder? Ich glaube, es ist sehr schwierig, Punkte nachzuvollziehen. In Deutschland hast du zum Beispiel die ganzen Kärtchen, die sie Let's Dance oder in anderen Tanzsendungen, wo du wirklich siehst, da gibt mir jetzt 10 Punkte, da gibt mir 4 Punkte. Mhm. Und das weisst du halt nicht. Also das hast du jetzt in dieser Sendung, die wir machen, die Punkte, das machen sie genau gleich, aber das ist alles so ein bisschen verdeckt. Das ist einfach ein anderes Konzept und das ist nicht immer einfach, das nachzuvollziehen. Vor allem auch für einen Promi, der vielleicht das Gefühl hat, er hat jetzt eine gute Leistung abgeliefert und ich komme jetzt mehr oder weniger fast nie einen Punkt über und versteht die Welt nicht mehr. Absolut, nachvollziehbar. Wie ist es für dich? Außer die Punkte natürlich, es geht um auch diese Sache, die man dann spricht als Jury. Also ich finde, das Job als Jury ist recht anspruchsvoll auch und schwierig. Und es dauert, also der Anteil von dem Gespräch von Jury ist ziemlich groß in Sendung. Und es muss wirklich sehr, sehr passend sein und im Punkt und vielleicht einfach, ja. Also der Rolf Knie hat mal gesagt, Patricia Boser, also so dünn wie der darf. Auf der Bühne bist, habe ich die noch nie gesehen oder so irgendwie. Es ist speziell, was sie da eigentlich so sagen, ist mir aufgefallen. Also, die Tanzcoaches oder haben mich vor einem Jahr recht aus meiner Comfortzone rausgerissen. Wie ihr hier seht, sind wir hier im Flip Lab in einer räumlangen Trampolinhalle und jetzt sind sie in meiner Zone. Ich, meine lieben Tanzcoaches, jetzt habe ich für euch ein paar Sachen vorbereitet und die werde ich euch jetzt zeigen. Kommt mal mit. Also. Gut. Ja. Gut. Gut. Jetzt einen rum. Gut. Eigentlich, eine Kette darfst du nicht haben. Aha. Er wäre schon disqualifiziert. Ja, ich sehe, aha, ja. Nein, stimmt. Ist gut. Das ist meine Schuld. Aber er macht es gut. Es ist dann nicht so einfach, wie es aussieht. He? Super. Gut. So, jetzt noch da. Das Bravo, er ist ein bisschen im Küchen. Gut. Bitte schön. Wow, aber gut. Hei, hei, hei. Gut. Bravo! Wirklich gut! Hast du dich nicht gepackt, dass du es abgehst? Hast du geübt, ganz ehrlich? Ein Durchgang habe ich gebraucht. Okay, aber wirklich Respekt. Jetzt mal eins. Oh, sie hat es geschafft!
komm, noch einen Versuch. Noch einen. Komm, einer geht noch. Hast du dir einen Tanzcoach vor der nächsten Sendung SRF, darf ich bitten? Also ganz kurz, du hast schon angefangen, es ist November, im März ist die erste Sendung, hast du schon angefangen zu trainieren? Genau, wir sind frisch angefangen, haben wir. Wir haben zwei Trainings hinter uns. Also die Wege hat sich jetzt geöffnet für Sie. Also letztes Mal hast du einen Snowboarder gehabt aus Teilnehmer oder du als Coach. Was ist der Unterschied von dem zum jetzigen? Ja, es gibt ganz viele natürlich, also von tänzerisch bis zum Persönlichkeit. Jetzt habe ich einen Akrobat, einen Artist. Es ist eine andere Art für Zusammenarbeit. Was ich wollte sagen, ist, dass der Snowboarder ein Mirko war und der Neu sich super kann präsentieren und ein guter Tänzer, glaube ich. Ist gut. Noch jetzt Projekt. Was machst du Neues? Du tust ja Wettkampfrichterin machen. Du tust unterrichten in Bio, in Bern und neu. In Interlaken auch. Oh, jetzt ist es Berner Oberland. Genau. Nein, mein Alltag sieht immer noch so aus, dass ich gerne unterrichte und teile mein Wissen mit anderen Menschen und zu tanzen bringe. Also das heisst, wenn jemand mit der Patricia Studer lernen tanzen, kann man das machen? Auf jeden Fall. Wo findet man die? Patriciastuder.ch. Hahaha. Merci vielmals. Marc Eschlimann, Berner Winnig, Tanzcoach bedarf ich bitten 2020. Was hast du neben dem Coachen bei Sendung noch für Projekte? Machst du weitere Sendungen oder kann man die auch buchen zum Tanzen oder machst du nur Wettbewerbe? Oder? Also wir sind jetzt Anfang November sind wir jetzt vor der Weltmeisterschaft vom Showdance zurückgekommen. Das ist jetzt so ein bisschen unser grosses Projekt gewesen. Jetzt die nächsten Monate werden sicher ausgefüllt werden mit der Carina, mit dem Training. Und, ja. Aber bist du klassischer Tanzlehrer und dann sieht man die wieder irgendwo? Ich tue unterrichten, aber ich tue nebenan arbeite noch im Spital. Ich arbeite auf der Anästhesie und muss immer ein bisschen schauen, dass es für alles Platz hat. Aber 80% bin ich immer im Spital. Okay, also dann seht ihr Marc vielleicht in Anästhesie oder vielleicht könnt ihr auch mal mit ihm eine Tanzstunde nehmen. Yes. Merci vielmals. Merci auch, danke. Was machst du neben dem Coachen? No, hast du einen Job? Ja, also ich bin am Studieren, in meinem letzten Jahr Bachelor. Also du machst nicht eine Sendung mit, du bist wirklich ein Bachelor. Ja, sie macht den Bachelor. Bin ich froh. Ja, ein paar Pärli, die ich trainiere, junge Pärli für wettkampfmässig. Ich selber bin auch noch voll am Trainieren. Wir sind gerade am Vorbereiten für die nächste Saison. Tust du mit wem zusammen tanzen, deine Turnier? Ich habe gehört, das ist? Meine Schwester. Er tanzt mit seiner Schwester. Gibt es da eine andere Schwester? Ich habe ein bisschen Krach mit ihr. Geht das? Ja, das geht mega gut. Wir haben schon getanzt, als sie noch im Kinderbett war. Und ich gerade aus dem Kinderbett rausgekommen bin. Und ja. Zukunftspläne für dich, was das Tanzen anbelangt. Also, was wirst du später? Du studierst, ich weiß nicht, was du studierst genau. Ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen. Und dann wirst du? Und nachher werde ich Mix, glaube ich. Ich würde vielleicht 80% arbeiten und dann aber investieren in junge Perle, in Nachwuchs vom Schweizer Tanzsport. Also, das Tanzen ist deine Leidenschaft und dort wirst du sicher ein bisschen drinnen bleiben. Ganz sicher, ja. Merci vielmals. Also euch, merci vielmals, dass ihr gekommen seid. Hier in die Halle im Flip Lab in Rümlang. Hat es ein bisschen Spass gemacht? Ja, yes. Yes. Also, ich möchte euch auf jeden Fall Gutscheine übergeben. Vielleicht kommt ihr mal hier kumpeln, jeweils für zwei Personen. Vor allem möchte ich euch toi 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 wünschen für die erste Sendung und durchhalten Vermögen. Wann kommt die? Im März live. Auf SRF, nicht auf Start.tv. Gut, merci vielmals. Merci. Euch, liebe Zuschauer, möchte ich mich bedanken fürs Reinschauen. Ich hoffe, ich habe euch einen kleinen Blickwinkel oder anderen Blickwinkel geben können auf Seite Tanzcoaches. In diesem Sinn, schaut die Sendung im März. Tut für eure Favoriten voten. Habt Freude am Tanzen. Auf Wiedersehen mit der Rock.